Man hatte sich so viel vorgenommen in der Winterpause, gerade im Hinblick auf einen guten Start. Der ist komplett missglückt, oder? Wenn man verliert, ist es natürlich missglückt. Aber auch die Art und Weise, wie wir hier gespielt haben, war nicht gut. Wir haben ja eigentlich nie so das Spiel so bestimmen können. Hatten sicher ein Übergewicht und vielleicht wird uns auch bestätigt oder bescheinigt, dass wir vielleicht die bessere Mannschaft waren. Aber wir waren nie so zwingend und so druckvoll, dass man auch so den Eindruck hat, man hat den Gegner total unter Kontrolle und kann daraus eben dann auch was Zählbares machen. Das war einfach zu harmlos. Von der Leistung her ist es nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und natürlich auch vom Ergebnis, klar. Ich habe es eben schon gesagt, wahrscheinlich in der Statistik wieder die besseren Werte, was Ballbesitz angeht und. Aber dazu gehört es eben auch, dass man ein Spiel gewinnen will. Und heute haben wir nicht diesen Willen gezeigt, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Wir haben uns sicherlich viel zu wenig Torchancen erspielt, obwohl wir natürlich viel mehr Spielanteile hatten, aber halt nur bis zum 16er oder bis 20 Meter vom Tor. Und dann hat uns immer die entscheidende Idee gefehlt oder dann auch mal vorm Tor der unbedingte Wille, das Tor dann auch mal zu machen. Und das hat uns heute gefehlt und darum haben wir auch das Spiel verloren. Wir wollten kombinieren und man will das spielerisch lösen, aber das geht nun mal nicht. Ich finde es auch schön, wenn man ohne dass der Gegner an den Ball kommt, bis ins Tor kombiniert. Aber das ist noch sehr selten. Gerade in der Bundesliga ist das sehr selten. Und man muss da eben dieses Verbissen haben, in den Standards eben sich durchsetzen, die Zweikämpfe da gewinnen oder eben vorher am Ball zu sein und in diese Situation reinzugehen. So, und das haben wir nicht mit letzter Verbissenheit getan. Und dann schießt man keine Tore. Dann passiert sogar noch das, dass man noch eins kassiert, wo der Gegner eigentlich kaum eine Torchance hatte. Aber dann macht man einen Fehler im Aufbauspiel und schon ist da eine Chance da. So, und das geht uns wirklich in den letzten Spielen einfach ab, dieses Durchsetzungsvermögen. Insgesamt im Spiel, aber natürlich ist es auch auffällig, gerade im Spiel nach vorne haben wir eben auch nicht dieses Durchsetzungsvermögen. Man versucht natürlich dann in den Situationen auch weiter zu spielen, so wie wir auch versucht haben zu spielen. Aber man spielt, um auch einen Ertrag zu haben. Wir haben keinen Ertrag gehabt. Und dann in dieser Situation versucht man dann auch zu spielen, statt das Ding wegzuknallen und bringt den Gegner dann wieder in Ballbesitz. Und dann passiert so ein Ding, dann kann er hin und her springen und auf einmal ist er im Tor. Jetzt haben wir das dritte Spiel in Folge verloren und es ist so ein kleiner Negativlauf für uns. Und wie gesagt, wir wollten natürlich hierher kommen und das Spiel gewinnen, aber dafür hat uns einfach ein bisschen zu viel gefehlt heute. War es auch eine gewisse Art von Ideenlosigkeit zuweilen oder ist das übertrieben? Das hat nicht was mit Ideen. Ich glaube, dass wir ja schon die Ansätze schon gehabt haben. Nur man muss sie dann eben auch zu Ende bringen. Man muss sie auch durchsetzen wollen. Man muss dann eben auch da reingehen, wo es weh tut und muss dann auch die Situation erzwingen. Das haben wir dann nicht getan. Ich glaube, wir haben es gegen Hamburg gesehen, wir haben es gegen Schalke auch in gewisser Weise gesehen, als wir dann die Brechstange rausgeholt haben und dann mit dem Mute der Verzweiflung am Ende dann noch was versucht haben. Dann kommt man dann auch zu Torgelegenheiten, aber das ist ja nicht unser Spiel. So wollen wir unser Spiel ja nicht aufbauen und das ist dann einfach, aus der Not heraus wird dann am Ende alles versucht, aber wir hätten besser vorher alles versucht. Natürlich, wäre es verdammt wichtig gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten. Ja gut, Sie haben es jetzt angesprochen, nächste Woche kommt Bayern. Also für uns ist eigentlich relativ egal, wer kommt. Wir haben jetzt drei Spiele verloren und für uns gilt einfach jetzt, diesen kleinen Negativlauf, den wir haben, so schnell wie möglich wieder wegzumachen.